Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch über die Bedeutung einer strukturierten Morgenroutine sprechen. Denn ein guter Start in den Tag kann den entscheidenden Unterschied zwischen einem produktiven Tag und einem chaotischen Tag machen. Das heißt, wenn ihr mehr über die Chancen und die Gestaltung eines produktiven Morgens erfahren möchtet, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wer mein letztes Video gesehen hat, in dem ich mich einer Challenge gestellt habe, und zwar jeden Tag um 5 Uhr morgens aufzustehen und das für eine ganze Woche, der hat gemerkt, dass ich mich allgemein mit der Morgenroutine beschäftigt habe und auch mein Fokus sehr stark auf der Produktivität liegt. Mein Wissen möchte ich einfach mit euch gerne teilen, deswegen nehme ich euch ein bisschen mit und wir schauen gemeinsam, wie man einen Morgen produktiver gestalten kann, um das Bestmögliche aus sich selbst herauszuholen und einen guten Start in den Tag zu haben und diesen eben auch aufrechtzuerhalten. Wer meine Challenge gesehen hat und auch mitbekommen hat, was so mein Antrieb war, diese Challenge überhaupt zu starten und auch die Entwicklung der Woche gesehen hat, hat mitbekommen, dass gerade ein ruhiger Einstieg in den Tag einen perfekt für den Tag vorbereitet und es eben zulässt, dass man sein Energielevel Schritt für Schritt an dem Tag steigern kann und sich einfach in Ruhe auf den Tag vorbereiten kann, ohne direkt gehetzt in den Tag zu starten. Ein wichtiger Teil meiner Morgenroutine ist es beispielsweise, Bewegung zu haben, für den Körper Bewegung. Und das bedeutet nicht unbedingt direkt am Morgen Ausdauersport. Das kann schon mit kleinen Übungen anfangen, sei es ganz ruhiges, entspanntes Yoga oder allgemein dehnen, den Körper erstmal so ein bisschen aufwärmen, die Muskeln aufwecken und dadurch eben meinen Körper auf den Tag vorzubereiten. Das Tolle ist einfach, es gibt so viele verschiedene Übungen und Tätigkeiten, die man in seinen Tag integrieren kann. Wenn ein morgendlicher Lauf nichts für euch ist, man kann morgens beispielsweise spazieren gehen, man kann aber auch joggen gehen, wenn man schon die Power dafür hat. Man kann sich ganz entspannt dehnen, Yoga, Pilates oder sonstiges. Einfach, dass man so ein bisschen den Körper schon mal in Bewegung bringt und nicht nur seinen Kopf weckt am Morgen, sondern auch seinen Körper. Ein wichtiger und großer Teil meiner Morgenroutine ist das Frühstück. Ich bin eine Person, die auch gerne mal 2-3 Mal morgens frühstückt, was für mich einfach eine richtige Quality Time ist und ich das genieße. Und auch da können die kleinen Dinge einen großen Unterschied bewirken. Ich dachte mir, dass wir einfach mal gemeinsam ein Frühstück vorbereiten, und zwar ein gesundes, energiereiches Frühstück. So, ich zeige euch jetzt ein Frühstück, was ich recht gerne esse. Wundert euch nicht, hier ist noch mein Kamerastativ, das ich auch Nahaufnahmen einblenden kann. Wir fangen an mit Haferflocken. Nehmt ihr einfach so viele, wie ihr mögt. Dann kommen da noch Chiasamen dazu. Ich mache jetzt bloß, ja, ein Esslöffel reicht. Und dann noch Leinsamen. Da nehme ich auch ungefähr so einen Esslöffel. Und wir können sagen, von den Haferflocken habe ich ungefähr so 3 Gehäufte genommen. Und dann kommt da auch schon die Milch dazu. Ihr könnt das Ganze natürlich im Topf machen. Ich mache es manchmal so, dass ich vorher die Milch erwärme und das dann dazugebe. Heute ist es super, super warm, deswegen ist meine Milch auch kalt. Aber wenn ihr das warm im Topf macht, dann könnt ihr das so richtig gut variieren. Es wird viel schneller dick, ja, als wie wenn ihr das zum Beispiel so macht. Deshalb, ich mag es lieber flüssiger, deswegen mache ich immer mehr Milch rein. Wir haben hier jetzt die Haferflocken und die Chiasamen, die so ein bisschen aufquellen, deswegen wird das alles nochmal fester. Rührt das gerne um, lasst es so ein bisschen stehen, dass es so ein bisschen anziehen kann. Genau, am besten immer so ein bisschen umrühren, damit das erstmal ein bisschen dicker wird. Das Ganze kann man auch schon am Abend machen, wenn man es halt, wie gesagt, kalt mag. Sonst, wenn man es warm mag, einfach im Topf erwärmen, also Haferflocken, Milch dazu und das Ganze dann ein bisschen quellen lassen. Und vor allem, wenn ihr nicht wollt, dass die Chiasamen so zusammenpappen und so glibberig werden, das mag ich persönlich nämlich gar nicht, achtet darauf, dass ihr das immer wieder so zwischendurch rührt, weil so könnt ihr halt vermeiden, dass ihr eben diese Chiasamenbrocken habt. Ich habe jetzt so um die 10 Minuten gewartet. Wie man sehen kann, es ist noch etwas wässrig, aber das mag ich halt eben auch. Jetzt kommt mein Geheimtipp. Und zwar bei Porridge Joghurt hinzufügen. Ich benutze immer Sojajoghurt, am liebsten den normalen von Alpro. Jetzt ist mein Löffel natürlich schon dreckig, egal. Und mache damit jetzt einfach einen Klecks in die Mitte. Also so ungefähr einen Esslöffel.
würde ich sagen. Der Joghurt macht nämlich das Ganze nochmal so ein bisschen cremiger und gibt dem nochmal so eine gewisse Note. Das schmeckt so unfassbar gut. Es ist wie so ein bisschen sahniger, es ist ein bisschen luftiger, richtig lecker. Deswegen, das ist so mein Geheimtipp. Und dann könnt ihr natürlich noch Früchte eurer Wahl hinzugeben. Ich esse das sehr gerne mit Himbeeren, gerade im Winter mit gefrorenen Himbeeren. Die tauen dann gut beim Aufkochen auf. Ja, sonst frische Himbeeren oder ich habe heute Nektarine mit Erdbeeren, ist das auch super, super lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten, Banane ist natürlich auch eine super gute Energiequelle, gerade für den Morgen. Ich habe aber einen Food Reaction Test gemacht und bei dem kam rum, dass ich Banane nicht so gut vertrage. Deswegen verzichte ich momentan noch darauf. So, ich gebe persönlich dann immer noch so einen gewissen Crunch mit hinzu und entweder nehme ich Granola oder, das habe ich jetzt auch neu für mich entdeckt, und zwar Reiswaffeln. Und die brösel ich einfach da drauf und schmeckt auch einfach super, super lecker. Eine super gute Energiequelle, allein schon Hafer, Chia und Leinsamen sind ja auch absolute Superfood-Lebensmittel. Grundsätzlich süße ich das Ganze gar nicht mehr nochmal, weil wir haben den Joghurt, der ist ja eh auch schon gesüßt. Ich habe jetzt nur Sojamilch, die ist glaube ich auch bereits gesüßt, deswegen. Ansonsten mache ich da ganz gerne bei Himbeeren. Wenn ich gefrorene Himbeeren habe, süße ich das Ganze immer ganz gerne. Schon ein bisschen mit Agavendicksaft, um die Säure der Himbeeren, weil gerade gefrorene Himbeeren auch sehr sauer sind, um das Ganze ein bisschen auszugleichen, aber ansonsten reicht das auch schon aus. Also man kann auch noch so kleine Schokodrops dazu tun. Ich liebe das so, schmeckt einfach unfassbar lecker. Das müsst ihr unbedingt probieren, vor allem wenn ihr kein Porridge bisher gemocht habt, macht es wirklich mal mit Joghurt. Variiert ja mit der Dicke, mit der Zusammensetzung, an dem Anteil an Milch, den ihr dazu gebt. Und findet für euch einfach eine coole Kombination. Ihr könnt natürlich noch Proteinpulver mit reintun. Das habe ich ganz vergessen. Proteinpulver. Also gerade wenn ihr Sport macht, macht ihr noch ein bisschen Proteinpulver mit rein. Und wenn ihr das macht, taggt mich gerne bei Instagram oder schickt es mir einfach als Privatnachricht bei Instagram. Könnt ihr auch gerne machen oder bei TikTok, wie ihr wollt. Darüber freue ich mich natürlich auch. Falls ihr Lust habt auf ein separates Video zu gesunden und energiereichen Frühstücksideen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich auch das als nächstes einplanen. Je nach Woche und Stresspegel mag ich es auch total gerne, mir morgens ganz in Ruhe Zeit für mich zu nehmen und kurz zu meditieren oder mir Zeit für eine Affirmation zu nehmen. Einfach sich in Achtsamkeit zu üben und sich langsam für den Tag vorzubereiten, aber wirklich einen Moment für sich selber zu haben und sich nicht schon von der ersten Minute an für den Tag, für die Aufgaben und die Arbeit zu opfern. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr wertvolle Zeit. Wobei es beispielsweise auch geführte Yoga-Sessions online bei YouTube gibt, wo Affirmation und Meditation auch so ein bisschen mit eingebunden ist. Also ich versuche das auch gerne zu kombinieren. Das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr schätze in meiner Morgenroutine. Die Gedanken schweifen zu lassen, also wirklich Gedanken kommen, sie gehen durch den Kopf und man lässt sie weiterfließen. Zu guter Letzt, der Schlüssel zur Produktivität ist es natürlich, den Tag zu planen. Und da hilft es mir sehr, sehr stark. Es ist auch egal, welche Tätigkeiten anstehen, alles niederzuschreiben. Also wirklich, selbst wenn ich morgens Brötchen backe, stelle ich mir mit meinem Handy einen Timer, sodass ich nicht im Kopf habe, okay, ich muss gleich nach so und so vielen Minuten nach den Brötchen schauen. Ich stelle mir meinen Timer und habe das sozusagen raus aus dem Kopf. Das so als kleiner Tipp, aber sonst den Tag wirklich zu planen. Sich alle möglichen Tätigkeiten aufzuschreiben, Aufgaben, die man zu tun hat, und die für den Tag zu planen. Man kann den Tag natürlich ganz unterschiedlich planen. Man kann für sich nach Zeiten planen, man kann sich eine To-Do-Liste aufschreiben. Es gibt so viele verschiedene Methoden, wie man einen Tag planen kann. Auch da, wenn euch das interessiert, gerne in die Kommentare, dann wird auch dazu ein Video folgen. Da kann jeder für sich selber seine liebste Strategie nutzen, denn nur wenn man wirklich einen Tagesplan hat, weiß man, woran man sich abhängeln kann und welche Aufgabe als nächstes kommt, als wenn man alles wirklich nur in seinem Kopf aufbewahrt. Aber seht gerne mal zu, wie ich meinen Planer nutze und meine Aufgaben und meinen Tag allgemein einfach zu strukturieren. Also zunächst einmal notiere ich mir alle Termine, also alle zeitlichen Termine. Ich habe beispielsweise am Montag um 15 Uhr einen Termin und auch um 17.30 Uhr. Ich trage also die zeitliche Spanne erstmal ein, also 15 Uhr bis 15.30 Uhr vermutlich und 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Genau, das trage ich in den jeweiligen Zeitslots ein und hier oben rechts trage ich dann immer so meine To-Dos ein, das, was ich heute noch erledigen möchte. Da habe ich meistens immer drei Haupt-To-Dos an einem Tag, die ich erreichen möchte. Ich schreibe dann hier oben To-Dos rein.
Hier oben kommen dann die To-Dos rein und dann so kleine Kästchen, dass ich das abhaken kann. Wie gesagt, so drei mainly To-Dos. Die anderen Notizen kommen eben hier unten rein. Genau, oder entsprechend da, wo noch Platz frei ist. Genau, das wäre es eigentlich schon fast an der Planung. Es kommt halt immer darauf an, ob vorher schon Termine drin standen oder was sich eben vielleicht spontan an dem Tag noch ergibt. Sonst schreibe ich halt auch gerne meine To-Dos einfach am Tag zuvor auf, am Abend, um mir darüber Klarheit zu verschaffen. Aber manchmal ist es halt eben auch am Morgen so, dass ich dann gucke, okay, was habe ich vielleicht gestern nicht geschafft? Das ziehe ich dann eben vom anderen Tag rüber auf den heutigen Tag, aber ich versuche meistens immer so drei Haupt-To-Dos mir aufzuschreiben und dann noch so nebensächliche Sachen, die ich vielleicht noch schaffen könnte, wenn die Zeit dafür da ist oder die allgemein eben noch gemacht werden müssen. Ihr seht, ein Tag- und eine Morgenroutine kann so viel ausmachen. Also wirklich der Unterschied zwischen gegliederte, zur Produktivität gezielte Morgenroutine oder eben eine Laissez-faire-Morgenroutine, die nach Impulsen sozusagen hinausgeht. Was für mich immer wichtig ist, im Kopf zu behalten, wir schaffen es für die Arbeit, für die Schule, für die Ausbildung etc., für jegliche Institution schaffen wir es, morgens aus dem Bett zu hustlen, egal um welche Uhrzeit, und uns für die Arbeit bereit zu machen. Warum schaffen wir es nicht, für uns selbst das auch zu tun? Wir sind immer in der Lage, das für andere zu tun, aber für einen selbst. Und gerade Routinen sind ein Schlüsselfaktor für Produktivität. Deswegen dachte ich mir, ich gebe euch einen kleinen Einblick hier rein. Wenn ihr selber Tipps habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich mag es gerne, mich mit euch auszutauschen. Wir können uns alle in den Kommentaren immer gerne austauschen. Ich bekomme auch immer neue Kommentare mit in der Regel. Deswegen freue ich mich immer darüber, egal wie alt das Video ist. Ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut euch gerne mein Selbstexperiment an, wo ich um 5 Uhr morgens aufgestanden bin. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und das Video abzudrehen und das auch öffentlich zu stellen, war für mich selber nochmal eine Herausforderung, kann man so sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ansonsten Videowünsche natürlich auch wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!